Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank an dieser Stelle und ein herzliches Willkommen an alle, die neu auf meinen Kanal eingetroffen sind oder neu dabei sind. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch gefällt alles, was ihr bisher gesehen habt und ich freue mich über eure Kommentare und über eure Likes. Und an alle anderen, die wieder zu eingeschaltet haben, auch ein herzliches Hallo. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Ich habe heute eine Review für euch. Habt ihr vielleicht auch schon gelesen? Und zwar, tada! Ich habe es geschafft, die süßen Schneemänner von Diamond Painting Shop fertig zu painten und ich finde, sie sind so, so toll geworden. Ja, und ich freue mich jetzt richtig, dass das Bild fertig geworden ist. Jetzt noch im Februar, März ist ja schon, geht es ja schon in den Frühling. Wir hatten aber jetzt noch ein paar kalte Tage, also bei uns zumindest war es kalt. Es war schön, aber kalt. Und dann habe ich gedacht, ja, das hat jetzt noch gepasst. Und genau. Ich habe dieses Bild ja zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Diamond Painting Shop. Ich habe da auch einen Rabattcode. Den werde ich sicherlich hier oben irgendwo eingeblendet haben. Da könnt ihr auch ein bisschen sparen bei euren Bestellungen. Ja, also dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Ich habe dazu schon ein Unpacking gemacht. Da haben wir schon uns auch schon einiges angeschaut. Ich kann gerne mal die Videos hier unten verlinken. Wir haben es auch zusammen abgekittet. Da werde ich auch noch und das werde ich alles oben im i verlinken, wenn ihr mehr über den Shop noch mehr erfahren wollt, als ich euch jetzt sage. Und zwar ist es so: Diamond Painting Shop ist ja in Deutschland und wir haben hier eine super weiche Flauscheleinwand. Und was ich ganz, ganz toll fand, was super angenehm war zum Painten. Die Leinwand hat sich immer glatt gelegen, egal wann ich das Bild hergeholt habe. Ich hatte es auch mal einmal über den Stuhl hängen, ein paar Tage. Es hat sich nicht verbogen, es hat sich nicht verknittert. Die Steine sind nicht rumgerutscht oder so. Ich hatte es mich eine Zeit lang so über der Stuhllehne hängen bei mir im Wohnzimmer, weil ich parallel zwei Bilder gepainted habe. Und es hat überhaupt nichts ausgemacht. Also die Leinwand ist eine Top-Qualität. Ich kann überhaupt nichts dagegen sagen. Und ich mag auch den abgesteppten Rand. Und es ist, wie gesagt, schön weich hinten dran, schön flauschig. Und die Klebekraft war sehr gut. Ich konnte alles super lesen. Der Druck war sehr klar. Gar kein Buchstabe irgendwie verschwommen. Ich würde sagen, ich mache vielleicht an einer Seite mal kurz das Washi-Tape weg. Ich hatte mir hier oben, habe ich, wie ihr seht, kein Washi-Tape gemacht. Hier ist ein bisschen Kleberüberstand. Da hat es auch ein bisschen verfusselt, wie ihr sehen könnt. Aber hier war nicht wirklich viel Kleber übrig. Und daher habe ich hier oben keinen Kleber gemacht. Ich hatte hier nur an der Seite. Da habe ich wahrscheinlich durchgeschnitten bei der Folie. Da habe ich Washi-Tape dran gemacht. Ja, das seht ihr, wo ich immer eingeschnitten habe, von der die Folie immer eingeschnitten habe. So, genau. Da können wir uns das auch nochmal anschauen, weil wir gerade vom Druck gesprochen haben. Ihr seht, die Symbole sind alle klar zu erkennen. Also, das erkennt ihr jetzt nicht so gut, das habe ich aber auf der Leinwand super erkannt. Das ist so eine Raute, eine weiße Raute in einem roten Kreis. Das ist ein AB. Wir haben bei dem Bild drei AB-Farben. Hier habe ich mein Köfferchen noch. Und zwar hatten wir einmal, genau, vielleicht sieht man es hier besser. Fokussier. Seht ihr die weiße Raute? Also ich konnte es eigentlich gut erkennen. Wir haben hier einmal die 666. Ich habe auch noch ein bisschen übrig. AB-Farben, also Aurora Borealis. Dann haben wir von dem hier ganz viel übrig. Das ist die 762. Das ist so ein Grauton. Und der, ich zeige euch das nachher gleich. Ihr seht vielleicht schon ein bisschen funkeln hier. Und dann haben wir hier diesen schönen Rosaton noch drin gehabt. Also drei Farben hier. Die letzten drei hier unten sind bei mir AB-Farben. Ich habe mir das so ein bisschen sortiert, alphabetisch.
Das war aber schon auch so vorgegeben bei der Legende. Erst die Zahlen, dann das Alphabet. Es hat, ja, genau. Aber zu den Steinchen kommen wir dann nachher gleich noch. Ich will euch erstmal zeigen, die B-Farben. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen einfangen. Wie schön das funkelt hier. Seht ihr das? Vielleicht mache ich auch mal das Licht an, weil irgendwie... Ich habe jetzt gerade probiert, das Licht anzumachen, aber auch da sieht man es nicht. Ja, aber doch hier. Seht ihr das, wie das funkelt? Hier diese AB-Steinchen hier. Alles, was hier so unten hier so grau ist, sind alles AB-Steine. Und in Wirklichkeit funkelt das total schön. Seht ihr das? Wie das glitzert und funkelt. Und es ist wirklich toll. Also die AB-Farben sind super, super schön eingesetzt. Wie gesagt, wir haben hier das Grau, Grau-Weiß, das die Schneemänner so ein bisschen absetzt. Dann haben wir die Rottöne hier in der Mütze vereinzelt. Wie ihr sehen könnt, gerade hier diese ganzen roten Punkte hier. Und dann haben wir im Hintergrund hier am Holz noch ein bisschen von den AB-Farben und auch von dem Grau. Also das hier, was ihr alles hier sehen könnt, sind alles ABs. Und halt ein bisschen rosa. In der Nase haben wir noch ein bisschen rosa und rot drin. Und das ist so, so schön. Und ich finde auch die Holzmaserung kommt im Hintergrund sehr schön raus. Und das ist 30x60. Also ist jetzt auch nicht so ein Riesenbild, sondern es ist wirklich ein kleines Format, aber es kommt wirklich schön raus. Also ich finde die Verpixelung ist sehr gut gelungen bei dem Motiv. Und ich freue mich jetzt, dass ich diese süßen Racker gepaintet habe. Die Klebekraft ist auch sehr stark gewesen. Ich hatte überhaupt kein Problem, irgendwie, dass mir die Steine abgefallen sind oder dass sie umhergerutscht sind. Wir haben bei dem Bild ja Flüssigkleber. Das heißt, manchmal passiert es ja, dass die Steine vielleicht ein bisschen rumrutschen oder so. Aber hatte ich überhaupt gar kein Problem. Also ich kann euch die Firma auf jeden Fall empfehlen. Schaut da mal vorbei. Sie haben auch immer Sonderaktionen und wie gesagt, ihr könnt ja auch meinen Rabattcode nutzen, wenn ihr möchtet. Wir haben hier auch noch die Restesteine. Hier seht ihr zum Beispiel von der Hauptfarbe, wo ich am meisten gebraucht habe, habe ich natürlich auch sehr, sehr viel übrig. Und das hier noch mit dazu. Also das sind bestimmt noch mal 2000 Steinchen, was da übrig ist an Weiß. Ich habe keinen Ausschuss gehabt. Keinen einzigen Ausschuss. Ich konnte alle Steine, die ich in meinem Schälchen hatte, konnte ich aufs Bild setzen. Also sehr, sehr, sehr gut. Genau, wir haben aber von jeder Farbe auch genug Steine noch übrig. Bestimmt 100 Steinchen von jeder Farbe. Wie ihr hier sehen könnt, hier von der 310 haben wir natürlich wieder ein bisschen mehr übrig. Obwohl wir die gar nicht so viel hier haben, weil die haben wir nur in der Mütze. Und in den Steinen, also in den Knöpfen von den Schneemännern. Aber 310 hat man immer viel übrig, weil die halt auch immer tendenziell ein bisschen schlechter ist. Ich denke mal, dass die Händler da immer ein bisschen mehr dazugeben extra. Also ihr seht, wir haben wirklich... Oh, ich finde es toll, dass ich von der AB-Farbe so viel übrig habe. Ja, super, super toll. Ich freue mich jetzt, dass ich die Steinchen gleich zurücksortieren kann mit euch. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Und ich werde das Bild jetzt dann versiegeln und dann wandert es erstmal in meine Mappe. Und dann kann ich es im nächsten Jahr, hier in mein Zimmer passt es sogar sehr gut farblich, werde ich mir noch einen schönen Rahmen kaufen dazu und dann kommt es an die Wand. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das Motiv findet. Also ihr kennt es ja bestimmt auch, es gibt es auch, ich habe das jetzt schon öfters gesehen und ja. Ich bin glücklich, dass ich es auch habe. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, liebe Andrea und Diamond Painting Shop, für dass ich die Möglichkeit habe, hier dieses Bild zu painten. Auch nochmal ein dickes Dankeschön an Diamond Painting Shop, damit sie mir das ermöglicht haben, dieses Bild zu bekommen und zu painten. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ich würde sagen, ja, ich räume das Bild jetzt einmal weg und dann sortieren wir die Steinchen zurück. Bis gleich!
So, ich habe mir meine Kiste hergeholt, die kennt ihr ja schon hier, meine Restesteine-Kiste, die es bei mir im Shop gibt. Zurzeit ist sie gerade ausverkauft, aber sie wird nächste Woche wieder aufgefüllt. Diese Woche habe ich so viele Bestellungen reinkommt, darum habe ich die Boxen jetzt heute diese Woche noch nicht aufgefüllt. Aber am Montag werde ich wieder alle Farben auffüllen und falls da jemand Interesse dran hat, könnt ihr gerne am Montag vorbeischauen, nächste Woche. Genau, ja, so viel dazu. Mein Shop ist unten in der Infobox verlinkt, falls ihr Fragen habt. Und dann haben wir hier unser Tütchen. Ich setze mich jetzt mal hin. Ach, schön. Genau. So, ich habe ja drei AB-Farben. Die AB-Farben mache ich hier in die DMC-Card von der Pichu Moon Art rein. Ich muss mal gucken. Die 666 habe ich tatsächlich schon. Und die 200 noch was war es, glaube ich. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Muss ich schauen. Ich habe nämlich meine AB-Farben noch nicht sortiert. Die kommen auch in eine Kiste rein. Ich habe da den Adventskalender von der lieben Pichu und von der lieben Janine X. Und den habe ich noch nicht in eine Kiste reingemacht. Aber das werde ich jetzt mal gucken. Müssen wir noch, das machen wir ganz zum Schluss. Die kommen eh ganz zum Schluss, die Farben. Und dann, ja, schauen wir mal, ne? Würde ich sagen. Genau. Ja, dann fangen wir mal an. Lass mal nach vorne blättern. Fangen wir an mit der 154. Die haben wir. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich glaube, wir haben auch dieses Mal einige Farben, die wir schon im Sortiment haben. Ich hole mir mal noch ein Schiffchen hier. 154. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Farblich passt einwandfrei. Das heißt, ich kann das gerade hier reinschütten. Und dann haben wir einen 30er-Koffer wieder frei. Ihr wisst, was das heißt. Aber bald ist ja auch da im Monopoly. Dann schauen wir mal, was wir da Neues anpainten vielleicht. Von daher ist gar nicht schlecht, wenn wir einen leeren Koffer haben. So. Ja, heute ist bei uns Rosenmontag, bei euch auch. Oder auch nicht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Aber jetzt hier heute zum Aufnahmetag ist bei uns Rosenmontag. Jetzt die Frage, seid ihr irgendwie faschingsmäßig unterwegs oder eher nicht? Hier habe ich jetzt keine, da habe ich aber eckige gehabt und habe nebendran noch doppelseitiges Klebeband gehabt. Das heißt, beziehungsweise ich kann ja alles gleich drauf machen. Das heißt, ich kann das direkt hinkleben, ohne gleich doppelseitiges Klebeband. Ich habe jetzt gar keinen Wachs eingeschoben, aber vielleicht hebt es noch, was da drin ist. Auch richtig, 156, ja. Ist auch der absolut gleiche Ton, der nebendran sitzt hier. Dieser Stift ist übrigens von Irmi Knarr. Kreativinsel heißt ihr Shop bei Etsy. Schaut da gern vorbei, wenn ihr mal so einen schönen Stift haben wollt. Der ist echt schön. Die macht ganz, ganz tolle Stifte mit so Farbverlauf. Ihr seht ja auch, hier ist es hell und hier ein bisschen dunkel. Schaut da gerne mal bei ihr im Shop vorbei. Ich kann auch mal gucken, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten einfach Kreativinsel auf Etsy. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Tütchen. Das machen wir hier hin. Und dann brauchen wir einmal so eine Karteikarte, damit das Tütchen auch stehen bleibt in meiner Kiste. Also es freut mich ja wirklich, dass dieses Aufbewahrungssystem, was ich euch da ja in meinem Shop anbiete, euch so gut gefällt. Da bin ich echt richtig happy mit. So. Und einmal zack, rein damit. Jetzt ist es ja so,
wenn man mal alle Farben irgendwann hat, dann kann es sein, dass der Platz in der Box etwas knapp wird. Es gibt die Möglichkeit, ohne dass ihr alles nachkaufen müsst, weil ihr kriegt ja von mir das Material für 500 Farben quasi, weil ihr kriegt ja 500 Tütchen und 500 Kärtchen. Ihr könnt die Boxen auch nachkaufen bei Amazon. Die Boxen heißen Click and Store, Medium oder Mittel. Und dann könnt ihr, wenn ihr sagt, oh, mir reicht der Platz für eine Box nicht, aber ich habe ja das ganze Material noch, ich bräuchte eigentlich nur eine Box, die kriegt ihr ja bei mir nicht einzeln zu kaufen, dann könnt ihr euch die nachkaufen bei Amazon. Also schaut mal einfach unter Click and Store, Lights, Click and Store. Ihr habt ja sicherlich die Artikelbeschreibung von eurer Box, als ihr die gekauft habt, vielleicht bei mir. Und da könnt ihr euch die nachkaufen. Halt ohne die ganzen Zugaben. Genau. Weil ich wurde das schon gefragt, ob ich die auch einzeln verkaufe, aber das rentiert sich nicht, weil ich die selber nicht wirklich günstig einkaufen kann. Jetzt haben wir die 169. 169 haben wir nur in eckig. Da muss ich aber doppelseitiges Klebeband hinmachen. Und dann könnt ihr ja mal da gucken. Also da bin ich euch auch überhaupt nicht böse, weil wie gesagt, ich biete es ja nicht an oder so. Also um Gottes Willen. Wenn ihr dann auch welche, ich habe auch die liebe Sabrina vom Kanal Sub Diamond, die hat ja auch bei mir die Box gekauft und hat ja dann auch ein Resümee darüber gemacht und sie hat auch gesagt, sie hat sich dann noch welche nachgekauft, aber das Material hat sie halt alles benutzen können von der Box, von der Starterbox quasi. Das ist quasi wie so eine Starterbox, ja, wenn man das so sagen möchte. Weil man quasi damit den Start hat und hat alles, was man braucht. Am Anfang hat man ja auch noch nicht so viele Restesteine. Gell? Also ist es ja okay, manche kaufen sich ja die ganzen Farben. Oh, jetzt habe ich das Kärtchen vergessen. Die ganzen Farben schon mal als Set gibt es ja auch zu kaufen. Dann hat man gleich alle Farben. Da empfiehlt es sich dann natürlich noch zwei Boxen nachzukaufen. Also bei Amazon. Wenn man dann sagt, also ich glaube, so hat es mich die Sabrina gemacht. Das ist die 169. Ja. Es gibt ja auch viele, die diese Art, wie heißen die? Art Dots oder Art Dots, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bei Amazon sich das Set geholt haben und ich glaube Art Dot heißt es. So, genau, und ja, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich vorhin es auch weiterläuft. Ja, ich habe gerade eben vorhin überlegt, weil ich kurz auf Pause gemacht habe, ob es auch weiterläuft. Das ist mir letztens passiert. Die 310, da brauche ich gar nicht gucken. Das weiß ich, die habe ich. Da ist sie. Da ist auch schon jede Menge drin. Mir ist sehr gut. Das brauche ich auch nicht vergleichen, weil schwarz ist schwarz. Und das ist ein schwarz. Es ist kein grauschwarz, es ist ein schwarz. Zack, rein damit. Wir haben ja bei der Firma Acrylsteinchen, aber wie gesagt, tolle Qualität, ich muss echt sagen. Also ich bin schwer begeistert. Wird nicht meine letzte Bestellung sein. Also jetzt habe ich das Bild ja geschenkt bekommen. Das nächste Bild werde ich mir dann selber kaufen. Ja. Also auf jeden Fall kann es euch echt empfehlen, da mal vorbeizuschauen. 407.
Habe ich jetzt auch nur in eckig, dann kann man das in rund machen. Und ihr seht ja, von jeder Farbe habe ich wirklich mehr als genug Steinchen übrig. Und ich meine, der Vorteil ist halt wirklich echt, beim Runden hat man deutlich weniger Ausschuss als bei eckigen. Jetzt habe ich gerade gedacht, da ist was rausgefallen, aber nein. Gleich muss dann noch mal Wachs nachschieben. Ich mache mal kurz ein bisschen Wachs. Wo habe ich Wachs? Da habe ich Wachs. Ah, lecker Rum Creme Brûlée. So. Zack. Vorne können wir auch. Vielleicht brauchen wir es. So. Dann. Und was ich halt auch echt schön fand, gerade hier, mit Mehrfachaufsetzern oder so. Die Klebekraft war richtig schön, also kräftig, und hat die Steinchen halt auch gut gehalten. Bei meinem Wachs ist ja oft so, dass man am Anfang, warum stehe ich das denn jetzt zurück? Hat man ja oft am Anfang ein bisschen, dass es hängen bleibt. Und ja, das war nicht der Fall. Hat es gut gehalten, das Steinchen. Und dann hört man, gibt es dann immer diese Blob-Geräusche, blub, blub, diese, wenn es dran hebt, gell? So, das ist dann die 407. Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht soweit gut. Ihr seid alle gesund. Das Wetter ist ja sehr wechselhaft gerade im Moment. 413, die habe ich auf jeden Fall. Da kommt, da ist es auch schon. Da habe ich zweierlei Päckchen. Zwei oder nur drei? Ne, zwei. Aber man auch kaum den Unterschied sieht. Muss ich mich jetzt gefragt, warum ich da. Ja, doch, das ist eher die Farbe. Tatsächlich. Ja, wir haben gerade echt total, also tagsüber, es ist schön warm und nachts jetzt noch mal richtig kalt gerade im Moment. Also am Sonntag hatte ich Frühdienst, da hat es glaube ich minus 5 Grad in der Nacht gehabt. Also das war schon kalt. Ja. Und tagsüber schwitzt man dann, gell, weil man dann vielleicht morgens, wenn man aus dem Haus ist, eine dicke Jacke angezogen hat. 415 müsste ich auch haben. Ja. Da habe ich auch zweierlei. Nee, das ist eher das hier. Und ja, und dann erkältet man sich halt schnell, gell. Wieder zurück. Ja. Aber gibt Schlimmeres, ne? Dann haben wir hier die 642. Jetzt gehen wir ein gutes Stück weiter. Eine Seite überblättern wir. Dann machen wir hier die 642. Die habe ich auch. 600er haben wir hier. Gucken wir mal, da ist es schon, 642. Ja, auch das passt. So.
646 haben wir auch. 46. Das ist auch der, oder? Mal kurz gucken. Nee, der Ton ist ein bisschen dunkler. Machen wir ein frisches Tütchen. So. Ja, gerade im Moment darf ich wieder fleißig arbeiten gehen. Wir haben wir haben eigentlich ganz gut Besuch gehabt jetzt die letzte Woche vor allem. Wir haben viel durchreisende Gäste gehabt, gerade aus der Niederlande oder aus Belgien, die wahrscheinlich zum Skifahren gefahren sind nach Österreich. 646. Und da hat man halt schon gut zu tun. Ja, wir sind aber auch froh, also im Hotel, damit das mal... Oh, na egal. Dass man wieder ein bisschen Gäste haben, ein bisschen Urlaubsgäste vor allem, die dann halt bei uns gucken. Bei uns ist ja so, wir sind, glaube ich, so ein bisschen mittig liegen wir hier. Die Gäste halt, wo halt aus dem Norden kommen, beziehungsweise aus, halt aus der Niederlande oder aus Belgien, England, die machen dann alle bei uns jetzt Zwischenstopp. 778 und ja, das ist dann natürlich toll, gell? 778, da habe ich nur rund, da können wir dann die Eckchen machen. Da. Und ja, immer ein bisschen Geschäft. Und bin mal gespannt, nächstes Wochenende, wenn es wieder zurückkommt, ob da auch gut zu tun ist. Bis jetzt ist es noch nicht ganz so voll. Ein bisschen was. Halt, Trägerfolie sollte man auch runter machen. Das hebt der Stein nicht. Ja, also ich bin gespannt. Kann sein, nächstes Wochenende. Also ich weiß, dass ich arbeite. Nächstes Wochenende auf jeden Fall. Das so oder so. Aber wie viel los ist, weiß ich noch nicht. Genau. Ja, meine Chefin ist nämlich nächstes Wochenende nicht da. Da darf ich wieder fleißig sein. Weil wir sind ja sozusagen ein Drei-Mann-, Drei-Frau-Betrieb. 778. Es gibt dann nur meine Chefin, mich und eine Dame im Housekeeping. Von daher 78, 78, ja, 78. So, ja, genau. Von daher wird dann immer eingesprungen, wenn halt einer ausfällt. 794. Da habe ich aber einen Pepper schon. Aber die habe ich auch nicht noch runter. Also kommen da schon einige Farben hier zusammen. Ich dachte, jetzt hätte ich fast vermutet, dass es eher Farben sind, die ich schon habe. Aber dem ist nicht so. Ja, Kurzarbeit wird auf jeden Fall verlängert jetzt erstmal noch. 2 Monate wahrscheinlich noch, März und April. Normalerweise hätte es jetzt geendet zum 1. März, aber meine Chefin will es nochmal verlängern. Eigentlich wird es so verlängert, glaube ich, bis Juni, aber ich glaube, wir machen nur bis März und April, weil wir dann, bei uns geht es dann langsam in die Saison, sozusagen, in die Hochzeitssaison.
Und da braucht sie mich ja. Ne? 94. So. 82. 96. Dann kommt sie hier rein, ja. Ja. Was gibt es denn sonst noch so bei mir? Ja, ich freue mich schon auf Februar aus Diamondopoly. Es werden wahrscheinlich noch 2 Bilder fertig werden bis zum Diamondopoly. Also dann habe ich im Februar wirklich einiges geschafft. Ich habe viel gestickt und ich habe viel gepainted. 814, also war wirklich eine Fleißbiene. Oder haben wir die sogar, haben wir sogar nur einen Rund. Und mal schauen, vielleicht schaffe ich auch das dritte Bild noch. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Hier habe ich noch ein altes Tütchen. Das sind die Tütchen vom Teddy. Die sind aber nicht gut geeignet hier, weil das sind ja große, stabile Tüten. Die haben ja 50 Mikrogramm, glaube ich, nennt sich das bei den Tüten. Und mal gucken, ist das gleiche Farbe, ja. Und die vom Teddy, das sind so ganz dünne und die tausche ich jetzt so nach und nach aus. Als ich damals die Box, habe ich euch ja schon oft gesagt, aber für jemanden, der jetzt neu zuguckt und fragt sich, ja, warum tauscht du denn jetzt die Tüte aus? Ja, weil das halt ganz dünne Tüten sind. Als ich die damals die Box erstellt hatte, das erste Mal, da habe ich halt diese Tüten benutzt. Oh nee, das ist der da hier Scheller. Gut, dass ich das jetzt sehe beim Umschütten. Dann machen wir nochmal ein zweites Tütchen. Ja, und ich wurde jetzt auch gefragt, ja, wenn die DMC-Nummern doch so unterschiedlich sind und so. Und im Prinzip ist es ja der gleiche Farbton, bloß es ist eine andere Nuance. Ja. Und wenn ich jetzt mal ein Bild pixel, dann kann ich gucken, von welchem habe ich mehr Steinchen und von welchem habe ich weniger. Und je nachdem, was ich halt brauche, nehme ich halt die Farbe, diese Nuance. Ja. Ich hebe es mir hauptsächlich halt zum Pixel auf, falls mir dann auch mal Farben ausgehen sollten, was mir aber, glaube ich, als Schalia nur passiert. Dann kann ich natürlich auch darauf zurückgreifen, ja. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich es aufhebe, sondern weil ich mir die Bilder halt selber pixeln möchte. Ja. So, brauchen wir noch mal ein Schildchen. 814. Ja, genau. Gut. Ja. So. Dann 823, die haben wir auf jeden Fall. Das ist eine sehr gängige Farbe. Und das passt dieses Mal. Da habe ich ja auch, wie ihr sehen könnt, schon ordentlich was gesammelt. Aber da braucht man meistens auch, wenn man ein Bild hat, braucht man von der Farbe auch immer meistens relativ viel. Ja. Ich gehe später nochmal mit meinem Sticker-Entferner dran. Den habe ich euch ja auch schon gezeigt, vom Action ist der. Und mit dem geht es eigentlich ganz gut weg. 824 haben wir auch, das sehe ich mich gerade hier stehen. Hinten dran. Da habe ich auch noch so ein altes Tütchen. Gucken wir mal, das passt. Dann können wir das da reinmachen. So. Und dann ab ins Tütchen. So. So.
seid ihr auch schon gespannt, welche Bilder als nächstes kommen vom Diamondopoly. Also eins kann ich euch schon verraten. Und zwar, mein großes Bild habe ich nicht fertig bekommen. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber ist nicht so schlimm. Wird trotzdem weiter gepaintet. 824. Vielleicht nehme ich es auch mit in den April. Muss ich mir noch überlegen. beziehungsweise in den März halt. Wir haben heute Februar. Am 5. kommt mein Diamondopoly. Und wie gesagt, vielleicht nehme ich es mit in den März. Meine Panther-Lady. Ich habe jetzt halt vorrangig den beiden Bildern, die ich ja sowieso schon angefangen hatte, Vorrang gegeben. 917. Und die anderen kleinen, die habe ich. Und dann habe ich gedacht, okay, was wir machen hier vielleicht die 917. Wo bist du? Hier ist die 19. Da. Ja, das passt. Ja, und dann muss ich mal gucken. Vielleicht entscheide ich das, je nachdem, wie viele Bilder ich ziehe. Wenn ich 4 Bilder ziehe, dann wird es vielleicht zurückgehängt. Wenn nicht, dann nehme ich es vielleicht mit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Pasch habe, dann ziehe ich ja nochmal. Es kann natürlich aber auch sein, ich komme aus Verlosungsfeld, gell? Dann kommt da ja auch kein Bild. Dann könnt ihr es auch mitnehmen. Ja. Aber wie gesagt, das seht ihr ja dann alles am Diamondopoly-Tag am 5. März. 930. Also habe ich gar nicht geguckt. 930 habe ich aber. 31. 930 ist auch so ein altes. Und da habe ich nur so 3 Steine. Ja, muss man alles aufheben, ne? Wird alles aufgehoben, wird nichts weggeschmissen. Nur das alte Tütchen hier. So. Zack, zack. Einmal da rein. Dann haben wir jetzt ein paar mehr drin. Sehr schön. Freut mich. Und dann kann man hier den Pepper kann man nochmal benutzen. Das kommt weg. 930. So, haben wir die 939 auch? Ich glaube, die hatte ich auch. Eine gängige Farbe, gell? Man kennt es. Ich glaube, jeder Diamond Painter, der ein paar Bilder schon gepaintet. Oh, nee, 931 doch. Könnte noch kommen, oder? Nee, kommt nicht mehr. Ich hatte sie tatsächlich nicht drin. Das ist die 931, die habe ich auch, weil da kommt, die schaut mich schon an hier. Und das ist der gleiche Ton. So. Rein mit dir. Zack. Ja. Dann haben wir die 3041. 3041. Achso, ich muss erst mal gucken, oh, auf der Liste. Aber kann ich ja da lang rumkruscheln, gell? Wenn ich sie vielleicht noch gar nicht habe. 30, 41, doch, habe ich ja. Ich guck hier und habe gar nicht damit. Ich hab direkt, bin da direkt davon ausgegangen, ich habe sie schon. Hier haben wir 2 unterschiedliche Töne. Jetzt gucken wir mal. Das geht eher in den Ton. Aber das sind auch diese alten Tütchen, beide sogar. Die werde ich austauschen. Oh, das ist,
Also die Kärtchen, die ich da zugeschnitten habe, die passen ja echt. Die passen ganz genau, wie abgemessen. Kommt raus, kommt raus. So, klopft ja auch immer. Manchmal, man hat ja auch manchmal Schiffchen mit so einem Sichtschutz, wo man nicht richtig sieht, ob noch im, hier vorne im Trichter noch was hängt. Und die klopfe ich auch immer aus, weil sonst vermischen sich die Steine und bleibt eins hängen und dann rutscht es in die andere Farbe. Und ja. So, die können wir jetzt auch neu machen. Das ging jetzt gut. So. Dreißig, 41 haben wir dann hierbei. Sehr gut. So, rein damit. Ja. Was gibt's noch Neues? Im Moment. Ich überlege gerade, ob ich euch noch was zu erzählen habe. Was wichtig ist vielleicht. ja, eigentlich gibt es nichts aufregend Neues, sage ich mal so. Es kommen ein paar neue Düfte bei diesem Shop. Ein paar Frühlingsdüfte geordert habe ich sie. Herstellen muss ich sie dann noch. 30, 42, die steht auch schon hier. Brauche ich gar nicht gucken, ob ich die habe. Oh, das ist aber ein anderer Ton. Und ja, jetzt kommen die Frühlingsdüfte im März. Wie gesagt, bestellt sind sie. Ich warte jetzt noch, bis sie kommen. Und dann muss ich sie noch herstellen. Also es kann noch 1-2 Wochen dauern. Und dann, aber spätestens Mitte März, denke ich mal, sind die am Start. Und ich mache vielleicht einen kleinen Community-Post. Ich weiß, dass ihr schon scharf seid auf die Frühlingsdüfte. Ich habe ja schon ein bisschen was drin, aber noch nicht so viel. Weil ich gedacht habe, ja, jetzt ist ja jetzt noch nicht so richtig. Es ist ja noch Winter eigentlich. Wenn man es ganz genau nimmt, Winter mit frühlingshaften Temperaturen von 8 Grad. Hier steht natürlich auch wieder mein Kaffee am Stand. Oh, lecker. Kaffee. I love it. Ich mache das hier auch nochmal. So, rein damit. Sehr schön. 30, 41 war es. Ja. So. Rein. Ja. Und ich habe auch ganz, ganz tolle neue Covermeinte bzw. Needleminder. Es wird jetzt auch bald eine Rubrik kommen für meine Sticker unter euch, falls einer der Sticker zuschauen sollte. 3354. 3354 haben wir noch nicht in Rund. Das heißt, wir können hier einmal doppelseitiges Klebeband.
Genau, es wird eine neue Rubrik geben für die Sticker, weil da werden unter anderem auch Needleminder reinkommen. Das kann euch vielleicht auch interessieren als Diamond Painter. Die Needleminder sind im Prinzip auch nutzbar als Folienhalter. Also wenn ihr mal da auch vorbeischauen wollt und sagt, oh cool, das gefällt mir voll, da könnt ihr die auch nutzen als für eure Folie, als Folienhalter oder Covermind, das sagt man halt. Bla. Oh, Trägerfolie wieder nicht. Jetzt aber. Genau. Es werden vielleicht unterschiedliche sein, weil nicht alle Covermeister kann man benutzen als Folienmagneten. Habe ich jetzt eigentlich vor kurzem herausgefunden, dass man manche Covermeister nicht als der Magnet ist nicht so stark. Manche haben so eine Beschichtung drauf, damit da geht das Magnetische nicht durch. Und die kann man nicht benutzen als oder es ist halt auch irgendwie aus einem anderen Material. Die kann ich nicht benutzen als Needleminder. Aber wie gesagt, als Coverminder kann man sie nutzen. Aber deswegen mache ich eine spezielle Rubrik für die Sticker, weil es kommt ja auch die Perlenbox und das Perlenbuch und das Stickprojektebuch. Kommt noch mit rein und da bin ich jetzt auch gerade dabei, das auszuarbeiten. 354. Da kommt es rein. Genau. Aber es braucht noch ein bisschen. Ich komme nicht richtig flüssig dazu, das richtig durchzuziehen. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen. Die Zeit fehlt einfach. Es ist echt so. 3712. Da habe ich auch kein Klebefolie. Ich habe gerade gedacht, habe ich auch schon Klebefolie? Nein, habe ich nicht. Aber die haben wir in eckig, aber nicht in rund. Hoppla. Das war ein bisschen zu viel. Diesmal ziehen wir gleich die Trägerfolie runter. Dann kann man das hier. Rostorange, braun, rot. Wörter. Ja, was sind denn meine Pläne für die nächste Zeit? Ich will werde wahrscheinlich mein Klavierbild anfangen, weil, wie gesagt, so lange wird es nicht mehr dauern, bis meine Schwester hier in die Region zieht und ich möchte ja natürlich zeitnah übergeben. Das heißt, wir machen zusammen Kitting ab und dann können wir das Bild schon vorbereiten. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich es reinmache. Und dann kann ich das immer wieder painten, noch nebenbei zu meinen Diamondopoly-Bildern. Schauen wir mal, ne? Wie ich da vorankomme. 3712. Ach ja, am liebsten hätte man noch mehr Zeit, gell? Manchmal denke ich echt, manche schaffen zu viel, dann denke ich, ja, ey, ich weiß nicht, aber irgendwie hat der Tag mehr Stunden. 3712. 13. Ja.
Dann haben wir hier 3740. 3000. So auf der anderen Seite. Das habe ich aber tatsächlich schon. 3740 ist auch schon einiges. Ja, ist auch der gleiche Ton. Mit der Farbe scheinen sich die Händler einig zu sein. Ja, sehr schön. So, rein da. Und meine Kiste wird immer voller und voller. Und irgendwann, wenn ich Dings, dann werde ich mir auch eine neue Kiste noch anlegen, wenn es dann hier rauswächst. 3743. 3700. Habe ich auch. Und da steht es auch direkt neben dran. Und es ist auch der gleiche Ton und ein anderes Tütchen. Das wechseln wir mal kurz. Haben wir auch schon einiges hier angesammelt. Und dann kann man hier den Papa wechseln. So. Ja. Vor kurzem hat man auch einen Gast da. Ich muss so lachen irgendwie. Weil wir haben ja gerade im Moment für Privatreisende immer noch 2G. Und ich glaube, der hatte so ein Techtelmechtel mit einer, weil er ist dann alleine angereist. Hat gesagt, ja, ihre Partnerin muss dann halt noch den Meldestein ausfüllen. Und ich brauche noch den Impfnachweis oder den genesenen Nachweis. Und dann hat er die ganze Zeit rumgedruckst und hat da neuen, die bei uns an der Rezeption nebendran liegen, die Formulare zum Ausfüllen, also die Meldescheine zum Ausfüllen in Blanko. Und dann legt er mir an, ja, aber bitte machen Sie da einen separaten Anschein, weil ich habe mich gerade von meiner Frau getrennt und ja, und überhaupt. Wäre mir eigentlich voll egal gewesen. Und ich so, ja, ist überhaupt kein Problem, ich kann einen eigenen Meldeschein haben, den muss nicht bei Ihnen. Normalerweise ist es so, wenn man ein Zimmer hat, dann tragt man die Hauptperson, die reserviert hat, tragt man vollständig ein und die Person, die mitreisend ist, trägt man immer nur den Namen, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit. Und ja, und er dann sagt, ja, dann, die muss aber auf einen anderen Zettel drauf. Und dann druckst du halt rum und dann habe ich gedacht, ja, ist ja kein Problem. Aber da habe ich auch schon gewusst, was Sache ist. Der hat da bestimmt, seinen Spaß gehabt, sag mal so. Und, manchmal erlebt man echt lustige Sachen. So, und dann, was ich auch voll schön fand, am Wochenende hatten wir auch Gäste. Also ich habe euch ja erzählt, dass ich auch ganz lange im Servicebereich gearbeitet habe. Und da haben uns alte Stammgäste besucht, die früher immer
ins Hotel gekommen, nicht ins Hotel, ins Restaurant gekommen sind, aber die sind mittlerweile umgezogen, also die leben nicht mehr hier bei uns in der Region und kommen jetzt, wenn sie hier zu tun haben, kommen sie und übernachten bei uns im Hotel. Das finde ich so nett, weil Restaurantbetrieb haben wir ja nicht mehr. Wir haben, sind ja jetzt nur noch Hotelbetrieb. Meine Chefin hatte ja 2016 das Hotel umgestellt und ja. Genau. Und das war echt schön. Die haben sich auch richtig gefreut. Ah, sie sind ja auch noch da. Und ich so, ja, ich bin auch noch da. Ja, weil man muss dazu sagen, ich bin schon echt lang in dem Betrieb jetzt hier. Schon seit mit Unterbrechung sind es jetzt 19 Jahre mit dem ein und demselben Betrieb. Also 2003 bin ich damals ins Hotel gegangen. Und ja, Wahnsinn, wie schnell. Aber ich habe zwischendrin, also man kann eigentlich 2 Jahre kann man abziehen. 3858. Weil ich dann zwischendrin habe ich dann noch meinen Servicemeister gemacht. Da habe ich, war ich dann ein halbes Jahr weg in München auf der Hotelfachschule und dann habe ich dann danach ein bisschen Sternegastronomie ausprobiert für mich, was ich dann aber rausgefunden habe, was nichts für mich ist. Oh nee, nie wieder Sternegastronomie, also das ist echt nichts für mich. Manche, klar, lieben das, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das so gefragt ist, wirklich. Aber ja, und dann habe ich ein Jahr war ich in der Sternengastronomie unterwegs und dann hatte ich so die Schnauze voll von Sternen. Dann bin ich in so einem Pub, also Fuego hieß das früher. Das gibt es schon gar nicht mehr. Und ja, das war also vom Regen in die Traufe, sage ich mal so. Da war ich dann auch nur 3 Monate. Also es war eigentlich ein Hotelbetrieb, der sein Restaurant umgebaut hat in ein Club-Restaurant oder was auch immer, wie man das nennen mag. Also was aber auf einem kleinen Dorf, finde ich, nicht hinpasst. Die Farbe Hammer. Aber der Betreiber hat es nicht so ganz, ich muss es mal kurz ins Licht halten, das ist ein anderer Farbenlos, hat es nicht ganz verstanden, ja. Und hat da natürlich ein ganz, ganz tolles Konzept aufgebaut. Also an sich sehr, sehr cool. Ja. Wir hatten eine offene Küche, eine Schauküche. Man konnte reingucken, zugucken, wie sein Essen zubereitet wird. Dann hat man einen großen Schwenkgrill, wo T-Bone Steaks und Ribeyes und alles Mögliche drauf gebraten worden ist. Aber nicht in einem kleinen, in einer kleinen Ortschaft. Am Anfang waren alle total neugierig. 1860 und da hatten wir wirklich sehr, sehr gut zu tun. Wir hatten eine riesen Bar. Dann nach und nach ist wieder weniger geworden. Ne? Und wir mussten die Gäste immer mit Aloha begrüßen. Oh Gott, das war. Die Gäste fanden es schon nervend. Dann später irgendwann, weil wir die mal anschreien mussten mit Aloha. Und das noch gefehlt hat, dass wir noch eine Blumenkette um und den Hals gehängt haben, war alles. Aber es hat überhaupt nicht gepasst. Der wurde da falsch beraten. Also er hatte da so Betriebsberater oder was weiß ich, wie man die nennt. 61 habe ich auch. Total. Also, weiß auch nicht. Ja, also da bin ich dann ziemlich schnell gegangen. Ich verlasse das sinkende Schiff, bevor es untergeht. Das war auch richtig so. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Genau, dann war ich wieder bei mir im Hotel, wo ich jetzt bin, also beziehungsweise im Restaurantbereich.
Und dann war ich da auch ziemlich lang, bis, ja, bis meine Chefin dann gesagt hat, sie macht zu. Also das Restaurant. Und ja, dann bin ich sozusagen... oh, da haben wir jetzt ganz viel von dem Weiß. Oh, gut, da brauchen wir wahrscheinlich eine extra Tüte. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen rausgekommen. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, ich brauche ein extra Tütchen wahrscheinlich. 5200. Ja. Hier habe ich schon jede Menge. 5200, das ist der gleiche Ton. Ja, das ist der gleiche Ton. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt noch die von dem Döschen rein und die mache ich in ein extra Tütchen. Also, wenn ich mal ein Bild painte, nehme ich mir Pixel mit viel Weiß im Hintergrund. Hier habe ich die Farben. Hier habe ich die Steinchen schon fertig, brauche ich mir schon nicht mehr kaufen. Ja. Mein Magen knurrt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. ja. Noch einmal was essen. So. Dann machen wir das hier rein. Und dann... Also, das Bild kam ja hier auch in so Zipptütchen, was ich ja richtig cool finde. Jetzt überlege ich gerade, ich brauche ein größeres Schiffchen, dass ich das besser umschiffen kann. Hier habe ich mich, hier habe ich der Pichu, ihr Schiffchen und der Pichu. So. Und dann kann man das da reinmachen. Also Wahnsinn, wie viel Weiß da übrig ist. Okay, die Hauptfarbe, wenn die Händler da prozentual halt das aufstocken und sagen, okay, hey, wir machen hier 10% oder 20% mehr Steine, Reservesteine rein, dann ist es klar, die Hauptfarbe habe ich am meisten gebraucht von Schneemännern, dass das so viel übrig ist. Toll. Ups. Das kann man eigentlich wegmachen, brauche ich ja nicht mehr. Ja, dann ist es 5200. So, jetzt habe ich hier meine Kiste. Da habe ich schon angefangen, hier meine Bilder für meinen Dings wegzusortieren. Und hier seht ihr, ich habe vorher die AB-Steinchen hier in Tic-Tac-Dosen. Das will ich mich noch hier in den Karton reinsortieren. Ich werde das jetzt so machen, die Farben, jetzt muss ich mal gucken, die 666, die habe ich ja, glaube ich, in rund. Da. Das ist aber voll. Das passt da nicht mehr rein. Muss ich neu machen. Ich mache den Karton jetzt einfach mal hier rüber. Also das sind nicht die Steine aus dem Adventskalender. Aus dem Adventskalender habe ich mir hier meine ganzen ABs. Die muss ich alle noch einsortieren hier in die Box. Das habe ich noch nicht gemacht. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich da auch, wahrscheinlich, oder ich tue es hier in den Karton rein. Und dann kann man das... Wisst ihr was? Wir machen das vielleicht gleich so. Wir machen einmal, hier habe ich ja die 666, dann können wir das ja schon zusammenschütten. Gerade den Deckel hier runter. Und dann können wir hier, wenn ich schon das Tütchen anlege, können wir ja gleich alles da reinmachen, weil es wird ja alles in Tüten wandern. So, ihr dürft auch noch mit bei den EB-Steinchen. Da gibt es nämlich bei mir kein Endlager, sondern da gibt es nur ein komplettes Lager. Also da werden quasi 666.
Da werde ich immer, wenn ich APs habe, die kommen hier dann zurück. Da werde ich quasi, und wenn ich mir ein Bild pixel und ich möchte da APs, oder wenn ich mir ein Bild austausche und ich möchte da APs reinmachen, dann suche ich mich hier einfach hier raus und fertig. Genau. So. Dann mache ich den Sticker mal weg. Hier haben wir auch noch. So, das hier. Und dann kann man das da einmal reinmachen. Jetzt gucken wir mal die 762, ob ich die auch habe. Ich meinte. Aber kann sein, die ist im Adventskalender. Ich habe irgendwie gemeint, ich habe die auch. 762 sehe ich jetzt hier nicht, aber das macht nichts. Ich lege jetzt einfach ein Tütchen an. Und dann, wenn ich im Adventskalender die habe, dann kann ich die ja dazu zuschütten. Aber auch bei den EB-Steinchen kann es auch Farbnuancenunterschiede geben. Sind ja auch Händler unterschiedliche EB-Steinchen. Und oh, sind die nicht schön? Die sind total schön. Das ist jetzt 762. 62. Ich muss mir die dann noch irgendwie sortieren in rund und eckig. Vielleicht mache ich zwei Spalten rund, zwei Spalten eckig erstmal. Mal gucken, ob ich hinkomme. Eckig habe ich noch nicht so viel, aber ich habe demnächst eine Bestellung bei der lieben Janine vom Kanal. Janine X kennt ihr sicherlich von YouTube, ja, und sie hat ja einen Job. Aber gerade im Moment ist ja ihr Shop geschlossen und ja, später, wenn sie wieder zurückkommt, werde ich da ein bisschen was bestellen. Das ist die 818, die habe ich, aber in eckig, glaube ich, oder? Ja, in eckig. Das heißt, es gibt ein neues. Vielleicht habe ich es ja auch in rund in meinem Adventskalender, weiß ich nicht, kann sein. Aber macht ja nichts, dann kann man das dann dazu schütten. So. Ich habe auch überlegt, ob ich bei meinem selbst gepixelten Bild werde ich auch ein paar LB-Steinchen einbauen. Ich denke, das passt sehr gut in dieses florale Bild. Und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und dann, oh, jetzt habe ich es, 818 war es, 818, ist das richtig? Ja, oder ich gucke jetzt gerade mal hier, ja, ich habe es mir richtig gemerkt, das habe ich mir gerade jetzt weggemacht, das habe ich überlegt, aber ich hätte auch nochmal auf die Legende schauen können, zur Not. So, dann haben wir alle Steinchen auf. Geräumt. Das hier werde ich, kommt weg. Und ja, mein Koffer ist leer. Hier hinten habe ich noch von Diamond Art Club. Das hat irgendwie damit reingewandert. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann. Das Video ist auch schon eine Stunde lang. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin gespannt, was ihr sagt zu dem Bild. Also wie gesagt, schaut ruhig mal bei Diamond Painting Shop vorbei und stöbert da ein bisschen, verwendet meinen Rabattcode und wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.